Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe mal kurz hier noch schön der Musik gelauscht. Sie ist so wunderschön. Und jetzt... Oh Gott. Nö, nicht du schon wieder. Hä? Ich bin mir sicher, dass ich dich schon irgendwann mal gesehen habe. Habe ich mich dir schon vorgestellt? Wenn nicht, mein Name ist Scott. Ich habe gerade Team Aqua... von hier wegrennen sehen, als wären sie von einer Horde wilder Biber gebissen worden. Lass mich raten. Du hast sie verscheucht? Vielleicht, nur vielleicht, dieser Trainer. Okay, ich glaube, du wirst bestimmt ein guter Freund werden. So, lass uns in unseren Pokénavs registrieren. Nein, bitte nicht. Oh, this Scott person. Was ich gerne tun würde. What I like to do is tag along with you, but I don't want to keep an eye on the town and stuff. Achso, ich würde ja gerne mehr Zeit mit dir verbringen, aber ich möchte auch auf die Talente von anderen Leuten schauen. Also, ich bin mal weg, um andere Städte zu erkunden. Wir sehen uns, May. Wer ist dieser Typ? Der ist mir unheimlich. Okay. Restore Pokémon. So, ich hoffe, das nächste Pokémon... Ich werde jetzt nochmal meine Poké-Dings da aufstocken. Meine Pokébälle, weil... Weil Baum. 7 Stück bitte, ja. Acht Stück bitte, ja. Okay. Please come again. Yeah, I will. Nee, T-Bone muss nach vorne. T-Bone muss jetzt nach vorne, weil ich ihn ja noch ein bisschen trainieren muss. Ja, wir können jetzt Graffitport erstmal hinter uns lassen. Diese wunderschöne Stadt mit dieser wunderschönen Weihnachtsmusik. Ich glaube, ich... Ohne Scheiß, ich speichere jetzt mal zwischendurch, weil... So, weil man kann ja nicht wissen, was passiert. Vielleicht crasht mein Spiel mal. Und wir kommen auf Route 110. Sieht nach einem Radweg aus hier. Which way to make a beeline? Cycling road or take the low road and look for Pokémon. Ich muss die untere Route zuerst nehmen, weil, ja, weil ich kein Rad habe. Okay, hier ist ein kleines Fleckchen Gras, das heißt... Was wird unser nächstes Pokémon sein? Oh, ich bin so aufgeregt. Ui. Da kommt schon Pokémon. Pokémon! Und es wird ein... Electek sein. Okay. Hat was. Das ist Ground, ne? Dann mach ich mal Headbutt. Dirk, natürlich ist es schneller als ich. Gut. Und jetzt bitte keine Tricks und geh in den Pokéball. Ich brauche nämlich noch ein Elektro-Pokémon. Ja? 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 Nein! Oh! Das war knapp. Bleib im Superball. Ich gebe dir auch einen Keks. Es wird kein Keks. Du willst anscheinend lieber Stress. Gut. Pokéball. Der ist noch kleiner als der Superball. Ich werde dich da so lange reinquetschen. Och. Mann. Es kann schon Donnerschlag. Das ist so geil. Ich brauche ein Elektro-Pokémon wie dich. Gib's mir. Ja. 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 Huhu. Oh, so schön. Oh Gott. When a stone approaches and competes with others to scale, hates they are likely to be stricken by lightning. Sometimes I use electric bursts instead of lightning rods. Ja, irgendwie, dass die sich, wenn ein Sturm kommt, dass die sich messen, welches Pokémon den höheren Donner aushalten kann. Und manche Städte benutzen die Electeks anstelle von Lightning Rods. Straßenlaternen? Ach nee, Blitzableiter.
Okay, es ist ein männliches Electek. Wie nenne ich es am besten? Gute Frage. Drizzle? Nein. Gut, ich weiß es nicht. Wer mag Electek von meinen Kumpels? Ich weiß es nicht. Ich nenne es... Basti. Warum? Weil Baum. Ich bin mir sicher, er mag Electek und wenn nicht, bam, du bist ein Electek, mein Lieber. So, dann renne ich mal eben zurück. Dann muss ich das Ding trainieren, bevor ich in die nächste Arena gehe. Okay, I can deal with that. I can deal with that, solange es uns nicht flöten geht wieder. So. Sehr gut, ich habe ein Electek. Guckt es euch an. Genau, schauen wir mal deine Paralyzes on Contact. Jawohl, es hat naiv. Es ist naiv. Was heißt das nochmal? Gott, ich kenne mich. Ohne Scheiß, ich kenne mich mit den Charakteren bei Pokémon überhaupt nicht aus. So, dann kann ich Route 110 mal schon hinschreiben, dass ich die abgehackt habe. So. Sonst vergesse ich das wieder. Beim nächsten Mal. Gut. Quick Attack. Ah, okay. Jetzt kann ich dich gleich wieder. Es kann Thunder Punches. Ist so gut. Da die gleich Elektro-Pokémon anwenden werden, werde ich mal Annie nach vorne packen. Wie gesagt, Basti werde ich erst später leveln. Oh Gott, Professor Birk. Ich dachte schon, wer kommt jetzt? Oh, May. Ich habe schon gedacht, dass ich dich hier treffe. Und hast du irgendwo meinen Bricks gesehen? Nö. Du solltest besser auf deinen Jungen aufpassen. Oh, ich sehe schon. Ihr geht also getrennte Wege. Nun, das ist auch okay. Oh yeah. Pokénuff. Ja. Komm schon. Mach halt. Hab ja nichts Besseres zu tun. May. Bitte pass auf meinen Bricks auf. Nun, ich sollte besser gehen. Wir sehen uns wieder. Ja, genau. Route 100, 103 ist da drüben? Auch schade, da kann ich kein neues Pokémon fangen. Gott, die hat rote Augen. Okay, dann zeigt uns mal, was ihr so drauf habt. Isabel und Caleb. Plusel, Minun. Habe ich mir gedacht. Das sind die beiden Elektro-Maus-Hasen-Pokémon dieser Generation. Na, ich meine, in der ersten Generation war es natürlich Pikachu. In der zweiten war es Pichu. Weil Pichu ist ja die Vorentwicklung von Pikachu. In der dritten waren es Plusel und Minun. In der vierten war es Pachirisu, in der fünften war es eben Molga, glaube ich. Und in der sechsten ist es Deden. Deden ist so niedlich. Oh Gott, ich liebe Deden. Au, das tat ja sowas von weh. Spüre meine Knochenhatz. Ich glaube, es heißt Knochenhatz. Oh, Annie grew to level 22. Ah, das reimt sich. Und noch ein Plusel. Ja, ich wusste es. Oh Gott, du growlst mich an. Ich habe ja solche Angst. Das Plusel und du Ember. Was hat rechte Hand eigentlich zu bedeuten? Ich bin immer noch nicht hinter... Wow. Ich bin immer noch nicht hinter das Geheimnis dieser Attacke gekommen. Oh, natürlich... Und es hat eine Beere. Was heißt das? Kann mir das irgendwer erklären, was rechte Hand bedeutet? Ich habe echt keinen blassen Schimmer. T-Bone, warum triffst du nicht? Muss jetzt Annie die ganze Party alleine schmeißen oder was?
Was bedeutet rechte Hand? Ich weiß es nicht. Och, danke, dass du endlich mal wieder triffst, T-Bone. Hat ja lange genug gedauert. So, mit einem Cut dürfte es vorbei sein. Jawohl. T-Bone wird wahrscheinlich in der nächsten Arena ziemlich ownen. Weil die nächste Arena wird eine Elektro-Arena sein. Ach ja, dann registriere mich halt. Und da T-Bone ein Boden-Pokémon ist, wird es ziemlich einfach werden mit Trick House. Oh ja, das Rätselhaus ist cool. Dann wird halt T-Bone ziemlich ownen in dieser Arena, weil Elektro ist überhaupt nicht effektiv gegen Boden. Ich mache das Rätselhaus in der nächsten Folge. Ja, es wird ein kleiner Exkurs. Jetzt gehe ich erstmal hier auf die Route, wo ich schon mal war. Und hole mir erstmal ein Item. Beeren erstmal. Cherry Berries. So, dann gebt mir mal die Beeren. Ich wollte eigentlich erst die in der Mitte aufnehmen, aber egal. Ich lese mal Lepra Berries. What the fuck? Okay. Dann tue ich mal Basti hoch. Der soll mal in seinem ersten Kampf zeigen, was er drauf hat. Nämlich im ersten Doppelkampf. Nämlich Cutdown. Ja. Ich will nämlich das Item da hinten haben. To space this small. Ich bin ein Kind. Ich passe überall rein. Fast überall. Okay, ein Schwarzgurt und ein Gitarrist. Okay. Scheint so, als hätte ich genau die richtige Wahl getroffen. Und oh, die sind 2 Level höher als Basti. Okay, T-Bone auf jeden Fall auf Voltoball und du Thunder Punch. Kabumm! Wow! Geil! Sonic Boom, das hat weh. Sonic Boom, Sonic Boom. Heißt das Spiel überhaupt so? I have no idea. Okay, T-Bone Level 21. Sehr schön. Energiefokus. Seriously? Nein. Oh, das ging schnell. The Kid can rock. Yeah. Ich rocke. Habt ihr das gehört, meine Pokis? Ich rocke. PP up. Ach, AP plus, okay. Die Dame würde ich sagen, die besiege ich noch mit Annie, aber diesmal, weil die ist eine Aroma-Lady, soweit ich weiß. Ja, auch Aroma-Ladies haben hier ihre eigene Trainerklasse. Und sie schickt ein Knilz in den Kampf. Knilz, Knilz, Knilz. Tschüss, Knilz. Sorry. Sollte ich jemals ein Knilz fangen, weiß ich auch schon, wie ich es nennen werde. Oh ja. Rosé. Oh, Roselia. So ein schönes Pokémon. Oh. Tschüss, Roselia. Sorry dafür, aber it must be. It must be. That's the circle of life. Wow, ganz schön viele Erfahrungspunkte. Ich schätze mal, die da werden andere Pokémon in den Kampf schicken. Deswegen tue ich mal wieder T-Bone rauf. Aber ich würde sagen, wir erkunden den Rest der Route, der kleinen Route, noch im nächsten Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!